nach 2 Tagen war Ostern, die Tage der süßen Brote. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie mit Listen ergriffen und töteten. Sie sprachen aber, ja nicht auf das Fest, dass nicht ein Aufruhr im Volk werde. Und da er in Bethanien war, in Simones des aussätzigen Hause, und saß zum Tische, da kam ein Wein. Er hat ein Glas mit ungefälschten und köstlichen Nadelwasser. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da waren etliche, die wurden unwillig und sprachen, was soll doch dieser Unrat? Man könnte das Wasser mehr denn um 300 Groschen verkauft haben und dasselbe dem Armen. Und bereiteten das Buch.
dankte und gab ihnen den, und sie trugen alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich hinfort nicht trinken werde von dem Gewächse des Weinstocks, bis auf den Tag, da ich es neu trinke in dem Reich Gottes. Thank you.
geschlagen und die Schafe werden sich verstreuen. Aber nachdem ich auferstehe, will ich vor euch hingehen, in Galiläa. Thank you.
Thank you.
welchen ich küssen werde. Er ist es, den greifet und führet ihn gewiss. Und da er kam, trat er bald zu ihm und sprach zu ihm: Rabbi, Rabbi, und küsse ihn. Schmeichelnd küssen ist der frommen Seelengift. Stechen und die Worte, die sie sprechen, sind zu Fallen angestift. Deine Zungen sind voll Stechen und die Worte, die sie sprechen, sind zu Fallen angestift. Seelengift ist der Flamme.
schmeichelt Küsse, ist der frommen Seelengift falsche Welt. Falsche Welt, dein schmeichelnd Küsse, ist der frommen. Küssen ist der frommen Seelengift.